Konstantinopel, Byzanz. Wenn Sie mir mal beschreiben, was ist das für eine Erscheinung? Das ist ja eine Riesenhauptstadt, ja, eines ganzen zweiten Roms. Ja, es ist eine Riesenhauptstadt, aber es ist eigentlich erst zu einer Riesenhauptstadt geworden. Es ist ein Ort, der mit verhältnismäßig kleinen Anfängen begonnen hat und durch eine glückliche politische Entwicklung zu einer Weltstadt geworden ist. Nicht nur eine Hauptstadt, Hauptstädte gab es in der Antike und im mittelalterlichen Raum, sowohl des Ostens wie des Westens, ja mehrere. Man braucht bloß etwa an Bagdad zu denken, man kann auch an Kairo denken, später natürlich an Paris, aber Konstantinopel hat das alles übertroffen. Es ist wirklich eine Weltstadt gewesen. In der Glanzzeit sind da wie viele Menschen? Ja, das ist eine sehr umstrittene Frage und die Forschung ist sich keineswegs einig darüber, aber in der Glanzzeit, und das kann man, die kann man ohne weiteres im 12. Jahrhundert sehen, also kurz vor dem Untergang, dem ersten Untergang 1204, und in der Glanzzeit können wir mit 400.000, 450.000 Menschen rechnen dort. Dieses liegt ja an einem Meer, ja, dann auch noch eine Meeresarm, ja, und hat zum Land hin eine Mauer, ja, die sehr, bis 1453, glaube ich, sehr mächtig wirkt. Ja? Diese Mauer wirkt nicht nur bis 1453 sehr mächtig, im Grunde genommen wirkt diese Mauer bis heute sehr mächtig. Wenn man vom Flughafen beispielsweise ankommt, ist es der erste starke Eindruck. Und diese Mauer ist zwar heute an einigen Stellen eingebrochen, aber im Grunde genommen hat man sie als historisches Monument immer erhalten. Diese Mauer war dann nach der Eroberung durch die Osmanen 1453 als Fortifikationswerk nicht mehr notwendig gewesen. Nein. Aber sie wurde als repräsentatives Denkmal. Diese Mauer haben wir Türken überwunden. Ja, nee. Ja, ja, ja. Unser Stolz. Das, ja, ja. Das ist natürlich eine ganz große Leistung gewesen. Diese Mauer ist nämlich nie bis dahin erobert worden. Auch die Eroberung 1204 hat an anderen Stellen stattgefunden. Sie erwähnen es schon zum zweiten Mal. Das ist ja eine Katastrophe. Da kommt ein Christenheer, das einen Kreuzzug ja beabsichtigt. Christliche Kriege aus Frankreich, aus Deutschland, aus Italien, dass also ein christliches Heer eine christliche Stadt erobert hat. Dieses Faktum bleibt, und das ist auch sagen wir mal vielleicht ein bisschen rhetorisch, ein unauslöschlicher Makel, und es wurde ja auch immer als ein unauslöschlicher Makel in der Geschichte des westlichen Christentums so gesehen. Ja, vielleicht es brennen Stadthäuser ab, es werden Kirchen geplündert, es werden Klöster geplündert, es werden sehr viele von Halberstadt zum Beispiel Menschen ist weitgehend byzantinischer Herkunft. Das ist richtig, der Schatz von Halberstadt ist weitgehend byzantinischer Herkunft, und es gibt ja auch sehr sehr schöne Darstellungen, wie sich das Ganze eigentlich vollzogen hat, nämlich in der Form, dass diese Soldaten mit Säcken ausgestattet waren oder sich, man kann nicht sagen Säcke beschafft haben, die haben sie schon mitgebracht, und sie haben diese Goldbeute haben sie in die Säcke eingefüllt und sind mit diesen Säcken an einen zentralen Platz gelaufen, haben dort diese Säcke ausgeleert und sozusagen einmal zur allgemeinen Verfügung gestellt.
muss sich eben gerade in dieser Zeit, und ich habe ja vorhin erwähnt, dass im 12. Jahrhundert ein historischer und kultureller Höhepunkt des Byzantinischen Reiches sich abgezeichnet hat, der gerade in der Stadt in Konstantinopel eine Fülle von Kunstgegenständen nun geboten hat. Es ist ja sicher kein Jahrhundert so reich an angesammelten Kunstgegenständen und Wertgegenständen gewesen wie das 12. Jahrhundert. Wenn diese Plünderung Konstantinopels beispielsweise im 9. Jahrhundert stattgefunden hätte, dann wäre sie natürlich wesentlich, sagen wir einmal, dünner ausgefallen. Aber sie hat stattgefunden zu einem Höhepunkt der Situation. Weil es ein zentralistisches Staatswesen es ist, war, das saugt sozusagen das Wertvollste aus dem Lande ab. Ja, ob es die heiligen Gebeine sind, ja, ob es Theorie ist, ob es Bücher sind, ob es Geschmeide sind, ja, ob es Kunstschätze sind, alles wird vertreten. Ja, ja, es hat ja der nahezu der gesamte materiell sichtbare Reichtum des byzantinischen Staates in Konstantinopel sein Zentrum gefunden. Es war auch, gerade weil Sie vorhin von der Mauer gesprochen haben, Konstantinopel auch gewissermaßen die sicherste Stadt des Byzantinischen Reiches gewesen. Natürlich gab es auch andere Städte, die Mauern hatten, aber das waren wesentlich weniger gesicherte Mauern, jedenfalls Mauern, die, wie die Beispiele gezeigt haben, etwa in Kleinasien, Antiochia, immer fällt. Ja, sind gefallen. Es waren Mauern, die aber nicht so fest gerüstet waren. Weil es ein Geisteswesen auch ist, dieses Byzanz. Ja. Es ist auf der einen Seite ein Machtzentrum, es ist so heilig wie der Kaiser. Ja, es ist sozusagen unbesieglich, ja, wie das Reich. Ja, ja. Sodass man also die Mauer gar nicht verteidigen muss. Ja? Nein, sie steht wie ein Symbol auch die, da. Die Mauer war ein Symbol, aber man hat natürlich um die mögliche Gefahr immer gewusst. Denn selbst in Zeiten von finanzieller Krisen, in der in der Stadt nicht mehr so viel gebaut worden ist, die Mauer wurde immer geschützt, die Mauer wurde immer weiter gebaut, sie wurde immer dicker, immer kräftiger. Man hat also sehr wohl um mögliche Gefahren gewusst, denn diese Stadt ist natürlich ein, sagen wir, auch gleichzeitig ein magischer Anziehungspunkt gewesen, eben wegen ihres Reichtums. Das war ja sicher jeder auch der Hauptpunkt. Jeder Eroberer kommt sofort auf die Idee, das müsste ich haben. Ja, das geht schon im 5. Jahrhundert, beginnt ja schon als die sogenannten Hunnen, was immer man sich auch unter Hunnen vorstellen mag, von der ethnischen Seite her, das ist sehr umstritten, aber das Faktum, dass es ein kriegerisches Reitervolk gewesen ist, das bleibt. Und da hat sich schon sehr stark dieser Mythos des reichen Byzanz, das damals noch gar nicht so reich gewesen ist im 5. Jahrhundert, verbreitet. Und es war immer ein Anziehungspunkt. Das spielt natürlich auch beim 4. Kreuzzug eine ganz große Rolle. Wobei vielleicht sogar das, was noch wichtiger schien als der materielle Reichtum im Jahre 1204, das war der Reichtum an Reliquien. Das 12. Jahrhundert war ja ein Jahrhundert, wo im Westen schon der Reliquienglaube, der Reliquienkult voll verbreitet gewesen ist. Und man denke nur daran, dass auch im Westen immer wieder kleine Raubzüge waren, Überfälle, um irgendwo Reliquien zu stehlen. Und ein sei Stück es auch nur Fuß ein Stück Fuß von einem Heiligen, das sich in der nächsten Klosterkirche befunden hat. Die hat man bei der Nacht überfallen und hat das geraubt. Und nun hat man erfahren, dass ja Tausende solcher Stücke in den Kirchen Konstantinopels liegen und man mit diesen Raubstücken natürlich auch großen materiellen Gewinn in der Heimat erzielen konnte. Und Schutz. Und wie ist es eigentlich, wenn theologisch, wenn so etwas geschändet, geraubt wird?
Ja, ist das denn eigentlich noch heilig? Von der Praxis her, und das ist eigentlich das Entscheidende, ist ein solcher Reliquienraub nie beanstandet worden. Also auch, wir haben ja in westlichen Heiligenleben immer wieder den Fall, dass diese Reliquien gestohlen werden. Auch man kann das manchmal natürlich dann auch sehr schön verbrämen, dass diese Reliquien sich nicht in guter Hand befunden haben. Berühmtes Beispiel, etwa der Raub der Reliquien des heiligen Markus aus Alexandria, der Raub der Reliquien des heiligen Nikolaus, wo man sagte, ja, die befinden sich ja jetzt in muslimischer Hand, da sind sie falsch aufgehoben. So stimmte das gar nicht, die waren dort durchaus in christlicher Hand, aber damit hat man es verbrämt. Jedenfalls, die, soweit ich sehe, hat sich die praktische Theologie die Frage gar nie gestellt, ob ein solcher Reliquienraub nun erlaubt ist. Im Falle Konstantinopels war er sicherlich erlaubt aus der westlichen theologischen Sicht, denn im Jahre 1204 sind ja die byzantinischen Christen in den Augen der westlichen Theologie schon gar nicht mehr richtige Christen gewesen. Sie waren Abtrünnige gewesen. Sie waren, wenn nicht Heretiker, so zumindest, wie man es im Fachausdruck nennt, Schismatiker, also Abgespaltene. Heretiker wären ja richtiggehend Ungläubige, soweit ist man in der Meinung im Allgemeinen nicht gegangen, aber sie waren wenigstens Abtrünnige, die nicht mehr an allen Glaubenswahrheiten festhalten, an denen die von Rom aus gelenkte Kirche festhält und die im Grunde genommen und gerade deshalb es auch nicht wert gewesen sind, diese Reliquien zu besitzen. Also wenn man diese Reliquien geraubt hat, so hat man sie ja nur den Händen unwürdiger entrissen und an sich genommen. Also das ist die Interpretation gewesen. Eigentlich eine Vorwegnahme der Eroberung in der neuen Welt. Nicht? Also gewissermaßen, hier kommen jetzt abendländische Grafen, ja, dritte Söhne, hoher Adliger, nicht? Ja. Und nehmen hier kolonisatorisch, ja, ein ganzes Reich an. Sie übernehmen die alten Namen. Einer ist König oder Herzog des Peloponnes. Ja. Ja, im Faust von Goethe ist das ja beschrieben. Ist das ja sehr schön beschrieben. Ganz klar. Man hat dieses Reich neu verteilt, durch eine Eroberung gewonnen und neu verteilt. Als sei man Alexander, als, der Große. Ja, es ist im Grunde genommen eine volle Vorwegnahme, oder zumindest eine Vorwegnahme, der Begriff voll ist etwas schwierig, eine Vorwegnahme des kolonialen Gedankens oder eine erste Form des kolonialen Gedankens. Zu Hause habe ich nichts zu gewinnen. Habe ich keine Chance. Und jetzt gehe ich sozusagen. Jetzt gewinne ich Land, das ich ja sozusagen durch das Kriegsrecht gewonnen und erobert habe. Es ist eine Vorwegnahme der kolonialen Idee und wir bezeichnen ja auch in der Forschung diese neu entstandenen Reiche oder Reichsteile als Kolonien. Das ist auch ein Begriff in der Forschung, über den zwar viel diskutiert wird, sind diese Kolonien nun anders zu sehen als die Kolonien in der neuen Welt, was unterscheidet sie davor und davon, aber die Mittel und Methoden, mit denen sie gewonnen wurden, sind überhaupt keine anderen, denn die Spanier haben ja auch das Gold aus Mexiko wegtransportiert und ähnlich haben die Ritter des vierten Kreuzzuges auch das Gold, die Schätze des Reiches wegtransportiert und dazu hatten sie ja zum Teil relativ lange Zeit, nämlich ein ganzes halbes Jahrhundert. Das muss man ja auch mal so sehen, dass man das nicht punktuell betrachten darf auf den April oder Mai des Jahres 1204, sondern dass dieses neu gegründete Kolonialreich
ja, mit Abstrichen bis zum Jahr 1261 Bestand hatte und man vieles, was sich in den Kirchenschätzen des Westens befindet, gar nicht von dem berühmten Haufen kommt, der im Jahr 1204 in Konstantinopel angesammelt worden ist, sondern was man nach und nach gefunden hat, auch in der Provinz, die nicht so reich gewesen ist natürlich, aber auch da gab es in jeder Kirche irgendeinen schönen, wertvollen Gegenstand, gab es einen goldenen Kelch, eine goldverzierte Ikone und so weiter. Und das hat man eben dann nach und nach weggeschleppt. Viel Sinn für Wert. Jetzt, hier ist eine Zeichnung von Ihnen. Sie sind ja auch wie ein Archäologe tätig zeitweise. Ja, Sie verfolgen die Grundrisse der Stadt. Ja, Sie forschen ja an Ort und Stelle auch. Ja, also natürlich. Nicht nur in Schriften. Das, ja. Das ist ganz unausweichlicher. Es ist eine Voraussetzung für sinnvolles Forschen, dass man das, was in den Quellen zu lesen ist, man versucht, an Ort und Stelle nun wenigstens visuell nachzuvollziehen, das sehe ich als eine ganz wichtige Aufgabe. Und so haben sich den Namen erschaffen, Il Massimo Byzantinista Tedesco Vivente, der größte lebende Byzantinist, ja, Byzanzforscher. Ja, also das will ich selber nun nicht kommentieren. Es stimmt natürlich, dass ich in sehr vielen Bereichen gearbeitet habe, nicht im eigentlichen Bereich der Archäologie, soweit es das Graben als solches anbelangt, aber doch in der Auswertung von Grabungsergebnissen und ganz besonders in der Ortskunde, in der Geländekunde. Wissenschaftlich nennt man das Topographie, übersetzt sagt man wie eine zweite Schrift, nicht? Das ist die Schrift der Ruinen, es ist die Schrift eine der Gebäude. Schrift, die je nachdem vor dem gedruckten oder lesbaren Text steht oder manchmal hinter dem lesbaren Wie Text. Wie eine Korrektur gelegentlich. Das kommt darauf an, von welcher Dichte gelesene Text ist oder von welcher Dichte die sichtbare Überlieferung ist. Und das Schwierige ist ja in vielen Fällen, die sichtbare Überlieferung mit dem gedruckten Text in Einklang oder auch nur in eine gewisse Übereinstimmung zu bringen und umgekehrt etwas, was im Text zu lesen ist, in Einklang zu bringen mit ja teilweise nicht mehr erhaltenem, nur mehr erahnbaren, etwa einem Straßenzug, von dem wir vermuten müssen dürfen, dass er mit etwas Realem vor 500 oder 1000 Jahren nun in Verbindung steht. Diese das sind Kombination. Ja tausendjährige Reiche eigentlich. Dieses Byzanz ist ja sehr alt. Ja? Es ist ja älter, rein chronologisch gerechnet, als das römische Imperium. Das römische Reich lässt man ja nun gerne mit der Gründung Roms oder mit den ersten Spuren, die wir nachweislich über Rom auch in der Chronistik haben, im 8. Jahrhundert beginnen. Und ja, wann endet es? Im 5. Jahrhundert nach Christus. Es ist also vielleicht ein bisschen länger gewesen. Aber man darf nicht übersehen, dass der Unterschied zwischen dem Römischen Reich und dem Byzantinischen Reich auch darin ein anderer ist, als das Römische Reich ja aus ganz kleinen Anfängen her gewachsen ist. Und hier ist es und gleich gegründet durch Konstantin. Ist es da. Es ist räumlich, ist das Reich da. Ja. Die Frage ist nur, von welchem Zeitpunkt an wird es vom Osten regiert? Ist es ein selbstständiges Reich im Osten? Ja. Aber was die Fläche anbelangt, ist es ja da. Ja. Es ist alles da. Und das macht natürlich auch den besonderen Reiz des Byzantinischen Reiches aus. Nun, ich will nicht leugnen, dass es auch den Reiz des Römischen Reiches ausmacht. Diese kleinen Anfänge, wie immer Stück für Stück hinzuerworben wird, zu verfolgen.
wie man im Byzantinischen Reich ja vielleicht manchmal vor der etwas traurigen Aufgabe das steht, das Abbröckeln zu verfolgen. Also das ist ja nicht immer eine besonders erfreuliche Aufgabe, auch für den Historiker, aber doch auch interessant, weil man dann natürlich die Fragen stellen kann, ja, warum bröckelt es eigentlich ab? Warum bröckelt es an der Stelle ab? Und warum werden diese Brocken manchmal wieder zusammengefügt? Also das ergibt sehr, sehr interessante Fragestellungen, wo man sich sehr viel überlegen muss, weil das ja meistens nicht in den Quellen steht. Und jetzt nehmen Sie mal den Kaiserpalast. Der wird ja relativ früh, ja, und nach einem einheitlichen Konzept, ja, schon ins Auge gefasst. Man spricht immer vom Kaiserpalast und stellt sich vielleicht oder glaubt, man müsse sich darunter einen Residenzbau, ja, ein Schloss vorstellen. Nein, das ist ein Stadtteil. Sondern das ist ja ein ganzer Stadtteil. Es ist mehr als ein ganzer Stadtteil, es ist eigentlich ein ganzes riesiges Areal, das aber eine deutliche Wachstums- und Verfallspuren zeigt. Ich glaube nicht, dass man von Anfang an von einer wirklichen Planung ausgehen kann. Und das, was wir... Es ist wie ein Lebewesen. Ja? Es wächst. Teile vergehen. Das zeigt auch das Wenige, das verhältnismäßig Wenige, das wir uns vorstellbar über den Kaiserpalast, dass wir vorstellbar über den Kaiserpalast ermitteln können. Im Grunde genommen scheint es ein ziemliches Bauchaos gewesen zu sein. Es ist wohl auch ein Areal gewesen, an dem und in dem immer irgendwie gebaut worden ist. Zum Teil auch, weil ja das Bauen, die Tätigkeit des Bauens, eine verpflichtende Eigenschaft der byzantinischen Kaiser gewesen ist. Er zeigt seinen Rang. Er zeigt seinen Rang, und je schöner, je prunkvoller er bauen kann, umso mehr zeigt es den Reichtum und die Bedeutung des jeweiligen Kaisers, vor allem auch bei Kaisern. Also keine Truppe schützt ihn so, Prachtbau. Ja, wie ein Prachtbau. Und diese Prachtbauten bleiben in Erinnerung. Und wir müssen ja sagen, die Kaiser haben irgendwie recht gehabt, denn diese Prachtbauten sind bis heute in Erinnerung gewesen, leider nicht mehr sichtbar, aber zum Teil so gut geschildert, dass wir uns es im Einzelnen vorstellen können, gut geschildert von griechischen Quellen, gut geschildert, aber auch gibt sehr interessante arabische Quellen, die Araber. Die haben sogar eine chinesische Quelle hier entdeckt. Natürlich, die großen Reiche der Welt oder Beobachter, Gesandte, die aus den großen Reichen der Welt kamen, hatten natürlich auch ein ganz besonderes Auge dafür. Der einfache Pilger, der nach Konstantinopel gekommen ist, der hat vielleicht die Kirchen verglichen, seine eigene mit der großen Hagia Sophia. Aber die Gesandten, die gekommen sind, die haben natürlich die eigenen Königs- und Kaiserpaläste zu Hause mit diesem Riesengelände. Und wenn man etwa den durchaus sensationellen chinesischen Gesandtschaftsbericht aus dem, ist ja eine Mischung von Gesandtschaftsberichten, 7., 8. Jahrhundert, nun liest, so sieht man, dass auch der Kaiserpalast in Konstantinopel seinen Eindruck überhaupt nicht versäumt hat. Wenn ich etwa daran denke, die schildern etwas ganz Einzigartiges, nämlich eine Außenkühlung der Paläste, dass Wasser die äußeren Flächen herabgelaufen ist und damit zu einer
Kühlung beigetragen hat. Das ist durchaus vorstellbar und ganz offensichtlich hat es so etwas in China nicht gegeben, sonst hätte man es erwähnt. Oder ein Bericht aus dem 10. Jahrhundert von einem Araber, der irgendwie als Art politischer Gefangener in Konstantinopel war, aber interessanterweise am Kaiserpalast selbst gefangen gehalten wurde, nicht ganz so streng. Er durfte sehr viel herumgehen, zu unserem Glück, weil er das alles beschrieben hat. Und die Araber, jedenfalls die Araber der damaligen Zeit, sind ja sehr konkrete Leute gewesen. Die wussten, Gegenstände zu schildern und die Schönheit von Gegenständen zu schildern. Und der schildert uns, wie solche Palastkirchen ausgesehen haben. Auch wie Gastmähler stattgefunden haben, zu denen er eingeladen war, dass die Speisen wie etwa in einer ganz bescheidenen Nachahmung König Ludwig II. In Herrn Chiemsee dieses Tischlein deck dich erfunden hat, das von oben runterkommt, da oben ein Tisch kommt. Das kommt genauso in einzelnen Palästen, die an bestimmten hohen Feiertagen offiziellen Gastmählern gedient haben. Hier kommen große, nicht Tische, sondern große Schüsseln, werden auf einer Art, mit einer Art Hebekran, mit einer, also Hebekran, hydraulisch, natürlich zu hydraulisch, heruntergelassen. Also, ob die Kronleuchter sich senken. Also, als ob sich Kronleuchter senken würden, es war kein Kronleuchter, also das war eine ganz große Schüssel und da waren die wundervollsten Speisen. Und man weiß nun wirklich nicht, was mehr gewirkt hat, die wundervollen Speisen, die man unter Umständen auch woanders bekommen konnte, oder diese hydraulisch wohl bediente Schüssel, die hier auf goldene Tische, wie es heißt, jedenfalls goldbelegte Tische, heruntergelassen wurde. Und das sind also Eindrücke gewesen, die natürlich ein Märchenhaft verbreitet werden. Märchenhaft verbreitet und die wurden. Landesgrenzen anders befestigen, die Grenzen des Reiches, ja, als das Legionäre können. Aber Truppen sind ja hier gar nicht, die sind außerhalb der Stadt. Die Truppen sind außerhalb der Stadt. Damit sie nicht die mit Stadt, der Bevölkerung fraternisieren. Ja, die Stadt selbst hat ja eigentlich auch wenig Truppen gebraucht. Sie hätte vielleicht, das muss man historisch schon sagen, manchmal mehr Truppen brauchen können, denn die Aufstände der Bevölkerung sind gar nicht so wenig gewesen. Ah, und man musste die immer die Truppen von außen holen. Und da kommen wir jetzt auf die Rennbahn. Wenn Sie die mir mal beschreiben, die ist ja hier im Kaiserpalast ein Riesenobjekt. Ja, also der Hippodrom, der Zirkus, das ist ja nun eine Erscheinung ganz der römischen Welt gewesen. Aber gehört hier richtig zum Kaiserpalast. Sie ist, ich möchte sagen, rein von der Geländelage her, gehört sie nur zur Hälfte zum Kaiserpalast. Sie grenzt an den Kaiserpalast an. Die große Tribüne, von der aus der Kaiser den verschiedenen Manifestationen zuschaut, befindet sich natürlich im Kaiserpalast, schon aus Sicherheitsgründen. Der Kaiser ist zwar bei bestimmten Zügen durchaus wohl auch durch den Hippodrom gegangen und hat sich der Bevölkerung gezeigt. Aber wenn er an Spielen oder irgendwelchen anderen Manifestationen teilgenommen hat, saß er auf einer Art, in einer Art Loggia, so könnte man das am besten bezeichnen. Und diese Loggia war ein Teil, war an der Außenseite lag an der Außenseite des Hippodrom. Dieser Hippodrom ist ja, wenn man so will, das einzige Denkmal, das einzige Monument, das in großen Zügen, die von der römischen Zeit über die byzantinische Zeit und die osmanische Zeit bis heute sich teilweise in der Baustruktur erhalten hat. Das kann man jetzt noch sehen. Man kann den identifizieren. Eindeutig. Es gibt bestimmte Teile des Hippodrom, also jene, die
mehr in die Innenstadt hineinreichten, die in ihren Längenausmaßen ein bisschen umstritten sind. Wo es also darum geht, war es nun 30 Meter oder 20 Meter länger oder kürzer. Wie viele Menschen gehen in dieses Hippodrom? Ja, das ist, ich habe das mal durchgerechnet. Es sind sicherlich an die 50.000 Menschen gewesen. Da gibt so es viel, zwei Parteien. Ja? Es gab eigentlich vier Parteien. Es gab vier Parteien, aber zwei spielten von denen politisch keine Rolle mehr. Aber die Blauen und die Grünen? Die Blauen und die Grünen. Das sind einfach Farben gewesen, durch die sie und aus römischer Zeit schon im Rom der die Kaiserzeit. Die auf die Pferde, die stimmen ab. Die stimmen, ja also denen gehören die Pferde, die pflegen die Pferde. Das ist eine sehr teure Angelegenheit gewesen. Und noch wichtiger, die organisieren die Wagenlenker. Die Wagenlenker, die müssen wir uns etwa mit den Top-Fußballspielern unserer heutigen Zeit können wir in Vergleich setzen, vor allem, was sie gekostet haben. Beliebter als die Kaiser. Sie sind auf jeden Fall beliebter gewesen als die Kaiser und sie werden in Versen besungen. Wir haben eine ganze Reihe von, ich nenne es jetzt einmal Kleingedichten oder kleineren Gedichten. Gedicht ist nicht das richtige wissenschaftliche Wort, aber das, was man vielleicht versteht. Und deren Tüchtigkeit wird in solchen Gedichten gepriesen und offensichtlich sind diese Gedichte ja nun nicht irgendwo dem Volk vorgetragen worden, sondern sie sind in Stein eingemeißelt und deshalb sind in späterer Zeit abgeschrieben. Einzelne hat man sogar im Original, im Stein sind sie noch erhalten, zusammen mit einem, jetzt würde ich mal sagen, Dienstporträt des Wagenlenkers. Ist es gefährlich, den Wagen zu lenken? Auch ganz, ja, also das ist sicher erfordert eine ganz große Geschicklichkeit und ist natürlich sicher wesentlich gefährlicher, als, weil ich schon vorhin den Vergleich brachte mit den Top-Fußballspielern, es ist sicher wesentlich gefährlicher als die Tätigkeit eines Fußballspielers, wenngleich natürlich auch hier, wie wir ja wissen, immer wieder Verletzungen, aber doch nie tödliche Verletzungen vorkommen. Nun sind das jetzt hier, ist ein großes Vergnügungszentrum und Versammlungszentrum, aber es kann auch eine Stimmung entstehen, ja, die Kaiser stürzen kann. Ja, das ist ja ganz klar, wenn so viele Menschen die Möglichkeit haben, sich zu versammeln. Man denke einmal, in dieser Zeit, wo der Hippodrom auch eine Stätte des politischen Geschehens war, das war etwa bis zum 7., 8. Jahrhundert, lebten in dieser Stadt, sagen wir mal, nicht 400.000, das ist ganz sicher, sondern es lebten in dieser Stadt, sagen wir 200.000. Und immerhin ein Viertel oder ein Fünftel dieser Bevölkerung, und den 200.000 sind ja sehr viele Kinder, sind alte Menschen und so, aber so ein guter Durchschnitt der Erwachsenen konnte sich im Zirkus versammeln und konnte natürlich auch politische Parolen entgegennehmen und hat diese politischen die Parolen mit ganz Chören offen. Untereinander, nicht? Die, ja? Und mit Sprechern. Diese Zirkusparteien haben sogenannte Sprecher. Und diese, auch da haben wir wieder, in Quellen sind uns solche Sprechpartien, möchte ich, die vielleicht in teilweise gebundener Sprache geäußert wurden, jedenfalls so sind sie uns zum Teil überliefert, die haben mit Sprechen miteinander, das ist eine Rede und Gegenrede gewesen, denn normalerweise sind diese beiden Zirkusparteien einander spinnefeind gewesen. Ja. Das muss man, und dann ist es eigentlich das auch bringt dem Kaiser in Sicherheit, wenn sie, solange sie feind sind. Solange, aber wenn sie sich vereinigen, die große Koalition aller. Wenn das die große Koalition aller ist, dann sind im Grunde genommen
nicht nur 50.000 vereint, sondern es sind 200.000 vereint, wenn man das mal auf dieses Beispiel konzentriert. Und das kann natürlich dann dem Kaiser zur großen Gefahr werden. Und das wurde ihm einmal zur großen Gefahr im Jahre 532 unter dem an sich mächtigen, im Grunde genommen noch gar nicht unbeliebten Kaiser Justinian, der nur das Volk etwas finanziell zu stark geschröpft hat oder bestimmte Schichten des Volkes, die sich ihrerseits, die nun ihrerseits, wie wir heute modern sagen, die anderen, die Untertanen instrumentalisiert haben. Er muss fliehen. Und ja? Der Kaiser war also nahe daran, fliehen zu müssen. Justinian wollte eigentlich schon fliehen und da hat seine tatkräftige und zupackende Frau, die Theodora, gesagt, also so sollte das nun eigentlich nicht sein. Er könne Belisar doch eigentlich und Narses, seine und, Generale, ja, säubern. Sollen doch diesen Augias-Stall nun säubern. Und es sind die Truppen, und diesmal natürlich, weil Sie ja vorhin die Truppen in der Stadt angesprochen haben, das waren nicht die Truppen in der Stadt, sondern die Truppen, die sozusagen, man darf hier nicht übersehen, dieser Aufstand hat 10 Tage gedauert. Also der Kaiser hatte Zeit, die Truppen um die Stadt herum zu sammeln, sodass sie dann schnell am Ort des Geschehens gewesen sind. Also das Beispiel, das Ludwig der 16. hätte haben müssen, ja, um sich gegen Paris zu retten, 1789, ja, das ist hier von Justinian vorgeführt worden. Ja. Nur glaube ich, dass die Gesamtstimmung im Jahre 1789 eine ganz andere gewesen ist. Man kann natürlich rein vom Faktum her vielleicht sagen, das hätte theoretisch 1789 möglich sein können. Aber man darf nicht übersehen, dass die Truppen über die, ich weiß nicht, wie zuverlässig die Truppen im Jahr 1789 gewesen waren. Wären. Das waren Schweizer, ja, das waren Elsässer. Ja. Ja, vielleicht nicht Franzosen. Ja, wären sie loyaler gewesen. Aber jedenfalls im Jahre 532 sind die Truppen gerade dieser beiden Feldherren absolut dem Kaiser loyal gewesen. Und sie wurden in den Hippodrom hineingelassen und es wurde ein, wie auch Prokop, der das ja alles sehr plastisch schildert, richtiggehend ein Blutbad angerichtet und damit war... Ein Reich auf die nächsten 100 Jahre, ja, die Kaiserherrschaft zusätzlich befestigt. Ja. Der brennende Kaiser, was ist das? Die Geschichte spielt im Jahre 602. Es gab eine Revolte, diesmal nicht eine Revolte in der Stadt selbst, sondern, was sicherlich mindestens genauso gefährlich sein konnte, eine Revolte im Militär. Diese militärische Revolte hatte einen ganz konkreten Hintergrund. Der Kaiser hat es seinen Truppen, die an der Donau standen oder an der Donau, die Donaugrenze im Norden verteidigte gegen die Awaren und auch teilweise schon gegen die mit den Awaren mitziehenden Slawen. Er hat den Truppen nicht gestattet, Winterquartiere jenseits der Donau im sicheren Grenzraum einzunehmen, sondern er hat die Quartiere jenseits der Donau im Feindesland aufrechterhalten wollen, aus guten Gründen, wie die Entwicklung nachher gezeigt hat. Aber das hat zur Revolte geführt und ein subalterner Offizier hat die Truppen aufgewiegelt, nun doch ihn zum Kaiser auszurufen. Das ist ja häufig geschehen. Usurpatoren ist ja häufig geschehen. Das ist ganz häufig gewesen. Und die Truppen haben diesem Ruf des Usurpators, Phokas mit Namen, sind ihm natürlich sehr gerne gefolgt, denn er hat ihnen mehr versprochen, als sie eigentlich wollten. Er hat ihnen nicht nur versprochen, die Winterquartiere dort einnehmen zu dürfen, wo sie wollen, sondern sie nach Konstantinopel zu führen und den Kaiser, der so unmenschlich ist und sie im Winter an der kalten Donaugrenze lässt, gemütlich ist das natürlich
natürlich nicht gewesen, diesen Kaiser nun abzusetzen. Und dieses Manöver gelang auch. Die Truppen sind mit dem Usurpator nach Konstantinopel gezogen. Nun waren da natürlich die Mauern da, über die wir schon einmal gesprochen haben. Und die Stimmung in der Stadt selbst ist offensichtlich nicht so besonders positiv für den Usurpator gewesen. Aber es hat dann doch Verhandlungen gegeben. Da spielten nun wiederum die zuerst genannten Zirkusparteien eine Rolle. Sie bildeten sozusagen ein Zünglein an der Waage. Das ist eine längere, sehr interessante Geschichte, wie das gegangen ist. Kurzum, Sie haben ja nach dem brennenden Kaiser gefragt, kurzum, die Wachtruppen in der Stadt haben die Tore geöffnet. Das war ja das Entscheidende. Von außen konnte man die Tore nicht öffnen. Von außen konnte man sie nur einhängen. Jetzt ist der Kaiser, der Gnade oder Ungnade des Phokas ausgeliefert. Was geschieht mit ihm? Ja, und Phokas zog nun in die Stadt ein und er hat natürlich den Kaiser, der nicht geflohen ist, gefangen nehmen lassen. Seine ganze Familie, er hatte eine ganze Reihe von Kindern, Söhnen gehabt. Er tötet vor den Augen des Kaisers diese Söhne. Er tötet nun vor den Augen des Kaisers die männlichen Nachkommen. Die Töchter sind in ein Kloster geschickt worden, auch die Kaiserin, also den weiblichen Nachkommen, die ja nicht regierungsfähig gewesen wären. Und dann entstanden natürlich Legenden. Also grausam. Die Anna, eines der Söhne des Kaisers, stellt ihren eigenen Sohn bereit? Und sagt, ja, ich möchte den Prinzen retten. Die Großmütigkeit des Kaisers zeigt sich, oder auch seine Tapferkeit zeigt sich darin, dass er dieses Angebot der Amme ablehnt und seinen eigenen Sohn zur Verfügung stellt. Was geschieht mit ihm, dem Kaiser? Der Kaiser muss sich das zunächst einmal alles ansehen und dann wird er selbst. So ist es in der historischen Wirklichkeit gewesen. Der Kaiser wird getötet, ihm werden die Gliedmaßen vorher abgetrennt. Das ist eine, so wie man oft sagt, grausam für Byzanz, wie es im Buch steht, dass man ihm zunächst die Glieder abgetrennt hat und den Kopf sozusagen ihn möglichst lange leiden und am Leben erhalten wollten und der Rumpf und die Gliedmaßen werden dann in das Meer geworfen. Nun, da brennt aber noch nichts. Es entsteht natürlich, der Kaiser wird gewissermaßen als Märtyrer betrachtet und die Legende, es ist allerdings nur ein einzelner Legendenstrang, den habe ich dann hier eben auch in den Titel gesetzt. Einer dieser Legendenstränge will nun, dass der Kaiser nicht die Gliedmaßen dem Kaiser abgetrennt wurden, sondern dass der Kaiser dass im Meer ein Scheiterhaufen errichtet wurde auf einer künstlichen Insel und dort habe man den Kaiser verbrannt. Das ist eine Legende. Und das Volk sei stumm am Ufer gestanden und habe den Scheiterhaufen gesehen, auf dem der Kaiser nun brannte und er habe bisschen erinnert es ja in manchen an die Legende der Jeanne d'Arc. Normalerweise wird man natürlich oder würde man sofort bewusstlos. Das ist ja ein medizinisches Phänomen, der Kaiser habe noch gesungen und er habe vor allem Hymnen gesungen. Und das macht ihn natürlich a priori heilig. Nach römischem Verständnis, nach Konstantin, ja, da gibt es die Dreieinigkeit, ja. Gott, Sohn, Heiligen Geist und dann als Vierter im Bunde den Kaiser. Das heißt, es ist so schwer, so einen Kaiser zu stürzen. Man musste genauso viel Grausamkeit anwenden, wie vorher der Kaiser an Clementia, also Milde und Macht, besaß. Ja, wem ein wesentlicher Körperteil fehlt, der ist nicht mehr regierungsfähig. Deshalb kann er kein Kaiser sein. Zunge ab, Augen aus. Das Augenlicht beseitigt.